Ich bin am 1. April 1976 in dem Städtchen Tokmok zur Welt gekommen. Tokmok liegt in Kirgisistan, im Tschütal, was meiner Ansicht nach eines der schönsten Täler auf unserem blauen Planeten ist. Meine Eltern sind schon dort zu den Versammlungen der Gemeinde Gottes gegangen. So war das für mich normal, an Gott zu glauben. Was in der ehemaligen Sowjetunion aber gar nicht normal war. Und in der Schule war das manchmal nicht einfach, als Gläubiger den Glauben an Gott zu behaupten. Als wir nach Deutschland ausreisen wollten, habe ich mich riesig gefreut. Ich war 11 und habe damals tatsächlich geglaubt, dass Deutschland ein christliches Land ist, dass hier alle Leute an Gott glauben. In der Art, wie das in unserer Familie üblich war. Und dann habe ich gelernt, dass es in dieser Hinsicht eigentlich gar kein großer Unterschied zwischen der Sowjetunion und Deutschland war. Im Oktober 1988 sind wir nach Gifhorn in Niedersachsen umgesiedelt. Hier habe ich meine Schule abgeschlossen und eine Ausbildung zum Elektriker bei Volkswagen angefangen. Obwohl meine Eltern, meine Geschwister und ich jeden Sonntag zu den Gottesdiensten gegangen sind, war für mich Gott noch ein ferner Gott. Er war, wie es oft in der Bibel heißt, der Gott meiner Väter, er war eben nicht mein Gott. Und da, während meiner Ausbildung, hatte ich meine erste Begegnung mit Gott. Meine Begegnung mit Gott. Wir waren mit zwei weiteren Azubis damit beschäftigt, die elektrischen Einrichtungen einer Werkstatt abzubauen. Eine der Aufgaben war es, eine Leuchtstofflampe abzuhängen. Die anderen Azubis machten eine Pause und so blieb ich allein in der Werkstatt zurück und versuchte mich allein an dieser Leuchtstofflampe. In einem etwa 4 Meter hohen Raum hing die Lampe ungefähr in der Mitte, also so 2 Meter über dem Boden. Ich stand auf einer Leiter und habe angefangen, die Lampe auseinanderzubauen. Plötzlich löste sich ein Teil der Lampe und ich habe es gerade noch geschafft, sie aufzufangen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Nun stand ich da, mit der linken Hand habe ich, etwa auf Schulterhöhe, den Zwischendeckel der Lampe festgehalten. Mit der rechten habe ich versucht, den Karabinerhaken, mit dem die andere Seite des Zwischendeckels noch befestigt war, zu lösen. Mit beiden Füßen auf einer Sprosse stehend, war ich froh, das Gleichgewicht zu halten. Der Karabinerhaken war verkantet, und ich habe es nicht geschafft, ihn zu lösen. Ich hätte noch von der Leiter springen können, aber damit hätte ich den Zwischenbogen verbogen. Ich brauchte Hilfe. Ich schaute auf die Tür und dachte: Mensch, hilft mir denn keiner? Und dann hörte ich eine Stimme, so klar, als würde jemand neben mir sprechen. Doch, ich. Im selben Augenblick löste sich der verkantete Karabinerhaken, obwohl ich gar nicht mehr die Finger daran hatte. Der Zwischendeckel fiel mir in die Hände und ich sprang sicher auf den Boden. Ich wusste sofort, wer mir hier geholfen hatte, und ich hatte Angst. Mir ist plötzlich bewusst geworden, dass Gott immer in meiner Nähe ist, dass er mich immer sieht. Und mir wurde klar, dass er Zeuge jeder meiner Sünden gewesen ist. Ich sah meinen sündigen Zustand in seiner heiligen Gegenwart. Am liebsten hätte ich das gesagt, was Petrus nach dem großen Fischzug gestammelt hat: Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Lukas 5,8, Schlachter 2000. So habe ich angefangen, nach Gott zu suchen. Und einige Monate später kam der Tag, wo ich ihm meine Sünden bekannte, der Tag, wo er sie mir vergeben hat. Es war der Tag, an dem ich ein Kind Gottes geworden bin. Jetzt war der Gott meiner Väter auch mein Gott geworden. Das war der Beginn eines neuen Lebens. Der Platz reicht hier nicht, um alle Aspekte dieses neuen Lebens zu beschreiben. Aber genau dazu ist ja der Blog da, dort habe ich vor, noch manche Geschichte aus dem Leben mit Gott zu erzählen. Deshalb springe ich mal zum Hier und Jetzt. Ich bin schon seit mehr als 10 Jahren glücklich verheiratet. Wir haben 3 Mädels und einen Jungen. Der Junge ist der Kleinste, geboren im Sommer 2012. So haben wir zu Hause schon Leben in der Bude. Mir wurde vor einigen Jahren die Leitung der Jugendarbeit in der Gemeinde übertragen. Und diese Arbeit macht mir sehr viel Freude. Vor allen Dingen deshalb,
weil ich Zeuge sein darf, wie Gott an der Jugend arbeitet. Weil ich miterleben darf, wie sich junge Leute geistlich entwickeln, was Gott in ihnen und mit ihnen macht. Und außerdem bin ich, so ganz nebenbei, Ingenieur bei dem großen Volkswagen-Konzern. Wie man auf den Fotos schon sehen kann, stehe ich auf Retro. Ich mag alte Autos und die Autos, die den alten Stil aufgreifen, Dodge Kyle Enger zum Beispiel, oder unseren Bentley. Ich mag die alten Lieder und einige der alten Traditionen in der Gemeinde. Ich mag es, mit Hut aus dem Haus zu gehen und die alten Umgangsformen zu pflegen, also zum Beispiel wie ein Gentleman mit einer Lady umgeht, wobei ich hier noch viel üben muss. Ich mag die alten Tugenden, wie Pünktlichkeit und Dankbarkeit und die alten Bibeln. Und auf der anderen Seite mag ich die moderne Technik, Smartphone und Tablet, Internet und Facebook. Und ich möchte diese Medien nutzen, damit die Ehre Gottes und die Herrlichkeit seines Sohnes Jesus Christus auch in dieser digitalen Sphäre hoch erhoben wird.